Junge erleben den Zuzug von Migranten viel unmittelbarer als Ältere, sind sozusagen direkt an der Front und manchmal auch sehr schmerzhaft. Und da müsste in der Tat der Satz Goethes gelten. Er müsste gelten. Tut aber nicht, denn diese Leute, wie diese junge Dame, die vollkommen am Boden zerstört ist über den Wahlerfolg ihrer Partei, der noch bejubelt wurde, nämlich die 4,6 oder weniger Prozent, diese Leute sind eine Abschiebeverhinderungspartei. Und solange das weitergeht, solltet ihr euch nicht ein X für ein U vormachen. Das folgende Bild kommt dann aus Frankreich. Aber es sieht in deutschen Großstädten ja genauso aus. Und wer so eine Massenimmigration zulässt, der lässt auch zu, dass dort Leute drunter sind, insbesondere bei der Art und Weise, wie sie nach Deutschland einreisen, die alles im Kopf haben, nur nichts Gutes. Und dann muss es auch heißen, Remigration jetzt.